So, da bin ich wieder. Was aber wahrscheinlich ganz gut ist, weil wenn er jetzt abgestürzt ist, dann wird er wahrscheinlich die nächsten Stunden nicht abstürzen. Tja, ne? Erstmal auf Spielen klicken. So. Quietsch, quietsch. Skyrim, Triggered. Ich hole mir eben mein Wasser. Fast hingefallen, ey, meine Güte. So, WB, Leute. Natürlich, was hast du geschrieben mit den Waffen? Was ist los? Beschworene Waffen? Ich habe es nicht ganz mitgekriegt oder verstanden, auch nicht. Wir sind jetzt ja in dieser Höhle, wo wir mit diesem Obermagier, glaube ich, gemagiert haben, ne? Der da rumgebackt und wir haben ihn geklatscht. Was mit den beschworenen Waffen nervt, wenn sie in Fight auslaufen, aber dafür sind sie echt stark. Ach so, ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. So, wir sind hier. Wir haben eine mega geile Maske gekriegt. 100% Mana-Regeneration. 100%. Und außerdem hat sie übelsten Style. Die hat übelsten Style. Da muss man meine hässliche Fresse nicht mehr sehen. So. Und jetzt kommen wir zu diesem anderen Typen, den wir letztes Mal nicht geschafft haben. Alter, der ist übel strong. Der Bob. Der ist übel strong. So, erstmal öffnen. Zwergenschwert. Sieht schon gut aus. So. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Jetzt wollen wir aber erstmal. Stäbe aufladen. Eisstachel ist nicht ganz voll. Winzigenstein, da nehmen wir den. Den und Winzigen, so. Jetzt speichern wir genau an dieser Stelle, damit wir es jedes Mal vom Neuen versuchen können. Ja, würdest du speichern, ey, du PC-Typ? So, hier haben wir jetzt eine Falle. Aber das war noch gar nicht hier. Mein Gott. So, du hässlicher Mongo. LOL.
Wow. Einfach nur wow. Oh, die sieht echt cool aus, Mann. GG. Ich hab mich jetzt auf einen epischen Fight eingestellt, ne? Aber naja, gut. So geht's auch. Pff, heftig, ey. So, was habe ich an? Das hier. Zerstörungszauber, Magika regeneriert sich 50% schneller. Mann, warum kann die nicht besser sein? Wo bist du? Da. Warum kannst du nicht besser sein, Alter? Guckt euch das mal bitte an, wie stylisch das aussieht. Wo ist meine Maske? Ach, mit Kapuze? Lol, das geht nicht. Mit Kapuze, dann kannst du keinen Kopf mehr tragen, oder was? Wenn Bekleidung eine Kapuze hat, kannst du keinen Kopf mehr tragen? Ey, what the fuck ist das denn? Das war einfach das. Die wollte ich anziehen und die. Na gut, dann ist das natürlich klar, dass wir das anziehen. Ach, mit Kapuze heißt, dass du keinen anderen Kopf mehr tragen kannst. Na, dann ist die voll useless, Alter. Die brauchen wir dann gar nicht. GG. GG. Ach so, ja, der Stream ist abgeschissen, also mein PC ist abgeschissen, ne, wie immer. Oh, da ist ein hässlicher Mongo. Das tut dir nichts, sagst du, ne, weil du einfach ein scheiß Eistroll bist. Komm her. Ein noch. Good job. Good job. Ist, ob ich Tipps brauche, was meine, die Abstürze meines PCs betrifft. Ah, das geht einfach nur darum, dass die Grafikkarte zu heiß ist und ich vielleicht ein paar Lüfter einbauen sollte. Was ist hier für ein ausgestorbenes Maya-Dorf, ey. Naja. Ist mir eigentlich auch Wumpe. Ich will wieder hierhin zurück. Wieso kann ich nicht direkt da rein? Was ist da schon wieder los? Wieso stürzt dein PC ständig ab? Weißt du warum? Ja, weil meine Grafikkarte zu heiß ist. Mirexus, guten Abend. Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Lass mich. Bis zum nächsten Mal.
Don't call me fail, guten Abend. Ihr habt überlebt. Dann habt ihr das Ding also. Ja. Dass dieses Ding so mächtig ist, wie die Sijiks glauben. Outplayed, ja, guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Worauf warten wir? Ich bin direkt hinter euch. Wir hätten dieses Ding nie hierher bringen dürfen. Oh nein, das kommt nicht. Guckt euch mal die Lappen an, wie die da vor dieser Barrikade rumlaufen. Diese dummen Köpfe. Magnus. Ihr mich nicht. Ich habe schon meine Grafikkarte gesäubert und alles, aber ich denke einfach, weil ich gar keine Lüfter im PC habe. Ja, kackt er ab, ne? Wie das einfach aushält, die Dinger. Der hat genauso beschissenes Equipment einfach dabei. Noch kann
Krass. Leute, doch nicht. Labolife, guten Abend. Ja. Oh mein Gott. Hey, du Typ. Warte mal. Halt, stopp. Painful, guten Abend. Oh. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Aha, Carlo toll. Ist fort. Aber was immer er mit dem Auge getan hat, dauert offenbar noch an. Ich habe die DLCs drauf, ja. Was wir machen sollen. WB Sidoni. Guten Abend, kleiner Olli. Mit wem soll ich sprechen? Mit dem? Boah, du bist ja hässlich, ey. Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Euer Sieg hier rechtfertigt unseren Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Was machen wir jetzt? Das ist hier die gleiche Frage. Es kann nicht hierbleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Es muss gesichert werden. Ankanos Handlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst einmal. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen und euer Leben weiterzuleben. Unser Dank gebührt euch, Erzmagier. Was ist denn jetzt los? Tja, das weiß ich auch nicht. Bin auch voll entgeistert. Ja, da gehst du erstmal ein bisschen zurück, ne? Und das ist mein Feuerball, dass ich dir... Bäh. Was in Carlos Namen? Ja, guckst du blöd, ne? Die Akademie ist dank euch wieder sicher. Ja. Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Klar. Ich wage zu behaupten, dass die Seejigs recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier, betrachtet diese als euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Wenn ihr einen Rat braucht, findet ihr mich hier. Ist sie jetzt gut? Ist sie gut? Ist sie gut? Ist sie gut? Ist sie gut? Sei gut, sei gut, sei gut, sei gut, sei gut, sei gut. Also, wo bist du denn? Prozent schneller! Alter, alle Zauber verbrauchen 15% weniger Magicka, du erhältst 50 Mana und hast auch noch 100% Mana-Regeneration. Also, ich habe jetzt Mana-Regeneration wie Boss! Oh yeah, das sieht stylisch aus, Alter. Meine Fresse, das ist geil, Mann. Das ist geil. Jetzt hat dieser Champion endlich gefällt er mir, Alter. Mit dieser Robe sieht er imber aus. Und dieser Maske, Alter, das ist perfekt, Alter. Das ist perfekt. GG. Kann ich irgendwo die scheiß Pfeile ablegen? Die sehen richtig behindert aus. So. Bam. Oh mein Gott, G to the G. Richtig gut. Wird erstmal gespeichert hier. So, was hat er mir noch gegeben? Habe ich vielleicht eine bessere Kette oder so? Irgendwas? Was habe ich überhaupt für eine Kette an? Die hier.
Verbrauchen 3% weniger Magicka. Magicka schneller regeneriert. Ich denke, das ist schneller, ist das besser, das ist besser, glaube ich. Sag mal, wie schnell regeneriere ich jetzt eigentlich? Wow. Guckt euch mal diesen Rack an. Guckt euch diesen. Ach, ihr seht das gar nicht, aber guck mal, wie schnell das ist. What the fuck? Wie schnell das ist. In der Zeit kannst du die Gegner einfach ein bisschen kiten, läufst ein bisschen rum, hast wieder Full Mana. Willst du mich verarschen? GG, jetzt gefällt mir dieser Champ. Jetzt gefällt. Also Champ, dieser Charakter. Jetzt können wir losziehen, Alter. Jetzt können wir losziehen. Sehr, sehr geil. Diese Mana-Rack-Geschwindigkeit ist der Hammer. Ich habe jetzt durch die Maske 100%, durch die Robe 100%, durch meine Kette 25%. Ja, ich glaube, das ist so das Ding, ne? Richtig geil. Was machen wir jetzt? Was könnte man jetzt als nächstes machen, was einem was bringt? So als Magier. Weil ich würde sagen, die Diebesgilde, ich habe keine Ahnung, ich bin ja jetzt kein Dieb, so wirklich. Ich bin ja eher so der... Ja, der... Ich bin ja auch kein Mörder. Putenbus, guten Abend. Dankeschön. Ja, dankeschön. Geht's ja zum Erzmagier. Ja. Ach ja, stimmt. Morgen ist 16.16 Uhr Start, Leute. Sondern, ja, ich erinnere das eben nochmal. 16.16 Uhr. So, wo könnte man jetzt, was passt denn jetzt am besten, wo man jetzt als Magier hingehen könnte? Ich bin ja schon in der Armee. In der, kaiserlichen Armee. Hab schon ein paar Sachen für die eingenommen. Was könnte man jetzt als letztes machen? Die Vampir-Quest, soll ich Vampir werden? Dunkle Bruderschaft, das passt nicht, finde ich. Das war die Akademie. Ich spiele auf Experte. Hat er die DB schon gemacht? DB? Ich spiele mit beiden Charakteren die DLCs. Ich bin ja schon Vampir. Vampirjäger mit meinem Assassine sozusagen, mit meinem Assassinen-ähnlichen Typen. Und ja. Dragonborn DLC? Soll ich mit meinem Magier Vampir werden? Warum das denn? Aber das ist schon wäre das Beste, weil Vampir Lord, also nicht 0815 Vampir. Okay, dann machen wir jetzt die Vampirreihe, aber werden dann Vampir, okay? Na gut. Das wäre eigentlich auch mal ganz cool. Ob ich nicht böser Magier werden wollte. Ja, aber es hat sich jetzt langsam mehr so zum Kampfmagier entwickelt, denke ich. Also Kampfmagier im Sinne von Zerstörung. Einfach nur haut drauf, was das Zeug hält. Besorgt dir einfach die beste Mage-Rüstung. Ja, wo gibt es denn die beste Mage-Rüstung? Dein Magicka ist dann mehr und Rack noch schneller. Und was hat man für Nachteile als Vampirlord? Dann kannst du die Dämmerwacht nicht machen. Das sind ja die Typen von... Das sind ja die Jäger, oder nicht? Die Dämmerwacht. Natürlich bist du das dann nicht. Die Dämmerwacht mache ich ja schon mit Dings. Mit dem Assa. Ich weiß nicht, Painful, mal sehen. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt Häuser bauen kann mit dem DLC. Ich weiß es nicht, ey. Werde sesshaft und vermehre dich. Baue Häuser. Nein, wir werden jetzt Vampirlord.
Umbielor. Da müssen wir erstmal hier runter und uns mit dem Ork unterhalten. Eure Meinung geändert. Die Dämmerwacht könnte jemanden wie euch gebrauchen. Wenn ich Vampirlord bin, regeneriert sich mein Mana am Tag nicht mehr. Mann, das ist dann aber auch wirklich nicht so wirklich mein das Ding. Dragonborn DLC ist geil, weil da bekommst du eine geile Rüstung für Zauberer, du kannst Drachen reiten und vom Drachen runterzaubern und es gibt einen geilen Stab. Okay, Kashmir. Okay, du hast mich überzeugt. Du hast mich schon überzeugt. Bin überzeugt. Allein schon mit dem mit Vampir kannst du am Tag nicht recken. Ist natürlich übelster Abfuck, weil ich will nicht nur in der Nacht rumlaufen. Wie sieht's aus, Kashmir? Wie komme ich da hin? Was ist das überhaupt? Ja, wie komme ich jetzt zum Dragonborn DLC? Wie kann ich Drachen reiten? Und wo... Ich will diese Magierrüstung haben, von der du gesprochen hast, und den Stab. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Lol, dadurch hat sich jetzt die Karte aktualisiert, Alter. Ja. Ja, Kashmir, sag an, Alter, sag an. Ich muss verzaubern skillen, stimmt. Ja, lass uns jetzt mal hier an das, an die... Also was ist jetzt hier los? Guck mal, ich habe 3 Punkte, ja. Veränderung, Verzauberung, so. Was soll ich jetzt damit tun? Verzauberung. Neue Verzauberungen sind wirkungsvoller. Verzauberungen von Waffen und Rüstungen sind 25% wirkungsvoller. Wie verzauber ich denn was? Vom Himmels Willen. Wie verzauber ich etwas? Fertigkeitsverzauberung von Rüstungen... Ah, oh, lol. Seelensteine enthalten zusätzlich magische Aufladen. Ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich will nicht meine Waffen buffen, sondern ich will meine Rüstung buffen. Das heißt dieses hier, oder? Fertigkeitsverzauberung von Rüstung. Gesundheitsmagiker und Ausdauerverzauberung. Kannst 2 Zauber auf einen Gegenstand wirken. Der Dragonborn-Content startet, sobald sich dich die Graubärte als Drachenblut anerkannt haben. Ja, ich muss jetzt Drachenblut erstmal werden? Okay. Als Magier kann man selber verzaubern. Aber du musst der Hauptquest werden. Als Magier kannst du dir das Beste selber verzaubern. Die Mitte muss ich skillen, ja. Aber wie, wo... Wo verzauber ich was? Wie geht verzaubern? Wo mache ich das überhaupt? An irgendeinem Tisch oder an was geht da ab? Was geht da ab? Dumme Verzauberungsstiche stehen auch überall rum. Ach, Verzauberungstische, wirklich diese Alchemietische da. Es gibt da einen Tisch zur Verzauberungstische, auch wenn du Erzmagier, Meister umbaust. Er fordert 50. Mit Heimer gehabt. Ein richtig geiles Game mit Heimer.
Du gehst an den Tisch und entzauberst deine Gegenstände. Danach kaufst du jeden Seelenstein und füllst sie mit Seelen. Danach verzauberst du jeden Mist und Skills zu verzaubern. Oh, warte mal. Das ist ja gar nicht Erzmagier. Oh nee, das ist auch die falsche Tür. Wieder rein. Dann muss ich so. Lol, hier musste ich sogar hoch, oder was? So, ich kann mir jetzt auch alles gönnen hier, ne? Was? Das kann nicht gewirkt werden? Willst du mich mobben? Warum nicht? Ach, wenn ich meine Handschuhe nicht verzaubern kann, brauche ich andere Handschuhe, ne? Und andere Schuhe. Ansonsten wird das nichts. Okay, dann ist das nächste, was ich brauche, andere Schuhe und andere Handschuhe. Ansonsten kann ich davon nichts verzaubern. Und das ist dann natürlich schade. So lächerlich, ey. Naja, ich habe ihnen eigentlich schon fast alles geklaut, was ich wollte. Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt das Ding. Ich habe mir einfach alles geklaut. Ja, das war der. Der Schrank war voll mit Tränken, ey. Na gut. Wenn ich jetzt die Fähigkeiten habe hier. Vielleicht bin ich neue Stufe, what the fuck. Wenn ich Verzauberung habe. Nicht so. Neue Verzauberung. Okay, neue Verzauberungen, okay. Warte mal, kann ich vielleicht noch was bei. Gut gespielt ist Kale, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Kann man nur sagen. Sag mal, wo kriege ich denn jetzt bessere Zerstörungszauber her? Besser als das, was ich habe. Wiener Game, guten Abend.
Hat der vielleicht Bücher, Zauberbücher? Ey, du Sack. Ich bin kein Mann großer Worte, aber ich hätte womöglich alles verloren, was mir wichtig ist. Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnte, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Der hat keine Zauberbücher. Willst du mich mobben? Der hat keine Bücher, Junge. Da ist eine Bibliothek, der hat keine Bücher. Bücher muss ich auch mal aussortieren, ey. Zauber sind besser, wenn die Seelensteine größere Seelen haben. Halt ein großer Seelenstein, oder nicht? Dann. Lol, warum wurde mir das zur Quest gemacht, ey? What? Jetzt wollte ich erstmal die Hauptquest weitermachen, ne? Und dafür muss ich... Quests... Die Stimme. Da muss ich hin. Da sind, glaube ich, die Treppen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, dass da die Treppen sind. Das mit dem Verzaubern und so, da werden wir uns da noch reinfinden. Jetzt werden wir erstmal die Hauptstory weitermachen, um Drachen reiten zu können. GG. Und eine geile Rüstung zu kriegen. Und einen Stab. Oh, ich bin sowieso schon obercool. Ey, guckt mich an, wie cool ich bin. Guckt mich an. Ja. Da lang. Oder? Nein, da lang. Theokles, guten Abend. Flammen auf! Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach oben. Oh, bitte. Was sagt er mit Level 11? Was ist? Was sage ich mit Level 11? Eine Treppe nach oben? Ja, das sind ja die Treppen hier. 1000 Millionen Stufen, oder nicht? Du musst halt Zauberbücher kaufen, die welche enthalten. Danke! Diese Hinweise sind sehr hilfreich. Kabuya! Dieser Slowcam, Alter, GG! Bam! Clutchire! GG! Also das eine sah eben cool aus, wie das andere Schaf gestorben ist. So von der Seite und ich so runter. Und ja, bam! K.O. Schaf down, meine Freunde. Schaf down. Alter. Sag mal, diese Stufen, Alter. Hey, du, wer bist du? Das war's. Du hast, glaube ich, gar keinen Feind. Naja, kann man halt nicht wissen, ne? Wenn hier fremde Menschen stehen, kann man halt nicht wissen, ob die einen gleich angreifen und ermeucheln oder nicht. Da tötet man lieber selber vorher.
auf Nummer sicher gehen, ist halt die, so die Devise, ne? Erst recht so als ungeschützter Magier. Ich habe halt nur so ein Tuch an, ne? Ach ja, ist klar. Ist ja nicht so, als wenn das Mistvieh mich one-hittet. Nö, 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 das ist nicht so, das ist nicht so. Willst du mich mobben? Wie soll ich an dem Vieh denn vorbeikommen, Alter? Ich kack hier hin. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodgar emporsteigt. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Du Mistvieh, hast mich nicht entdeckt. Wow! Oh mein fucking Gott, er kommt! Stirb, du Mistvieh! Oh, wow. Fuck, Mann, der springt mich einmal an und ich bin voll down, Alter. Ich muss da voll vorsichtig sein. Entweder brauche ich übelsten Abstand, um den down zu klatschen mit Skillshots. Oder ich werde geklatscht von ihm. Instant. Einfach klatscht die Bohne weg, ne? Also, der kennt auch nichts. Der sitzt da oben auf seinem nicht vorhandenen Mini-Arsch-Thron. Mich platt, macht mich einfach platt. Ich muss mich wieder in irgendeiner Lücke festbacken, damit er mich nicht entdeckt. Mann, der guckt schon wieder, guckt ihn euch an, wie er guckt. Mal gucken, ob ich einfach gehen kann, mal sehen. Ich glaube, das will er nicht, ich sprinte lieber weg. Lauf! Lauf, Johnny, lauf! Okay. Leute, wir sind den Tiger los. Lol, hier kann ich hier an der Seite lang krabbeln. Wenn er mich jetzt wieder entdeckt, ne, weil er mich schnüffelt von weitem, dann kack ich hier hin. Da ist er, da ist er. Oder nee, warte, ich speichere erstmal. Lol, die Wölfe fighten ihn jetzt. Oder wollen die mich? Ich denke, wenn ich jetzt ganz schnell weglaufe. Entdecken Sie mich nicht! Lauf, Johnny, lauf! Okay, ich heiße Rice.
So, survived. Bitches. Und auf dem Rückweg werde ich ein noch mächtigerer Magier sein, auf das ich diesen Säbelzahntiger lege. Habe ich das schon gespeichert? Ich glaube schon. Den Erfolg, dass ich jetzt hier bin. Weißt du, einen Troll kann ich legen, ne? Aber so ein... So eine Katze nicht, ey. Na gut, die Katze ist auch um einiges heftiger als so ein Troll. How fast can they run on two legs? Hab ich mir gerade so gedacht, das passte ganz gut, weil Säbelzahntiger auch vier Beine haben. Trolle. Ja, die sind eigentlich ganz cool, da ich echt viel mit Feuer hantiere, klatscht die eigentlich ganz gut weg. Seid vorsichtig mit dem Feuer. Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Willkommen bin ich, ja. Also gut. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do if they come for you, nicht from you, Alter, ich kacke hin. Statt Englisch. Ja, wir haben schon über 20.000 Follower, Leute, schon fast 20.100. Nächste Woche kommt der 12 bis 36 Stunden Stream, ne, wisst ihr. Da wird noch eine Grafik für erstellt und dann GG, GG. Werde ich das die ganze Woche rausprahlen, rumprahlen, ne? Ach, da oben steht der Mongo. Seht ihn euch an. Ich hab was gerochen. Hier ist ein stinkender Magier in der Gegend. Ach, da gehst du einfach runter. Okay. Hast du ein Problem, Mann? Hier bin ich. Hast du ein Problem? Klatsch. Danke, Mikam, danke. Hier ist noch einer, oder? Mit dem Assassinen würde ich hier halt durchschleichen und ich würde keinen Mob mitkriegen, aber mit dem Magier laufe ich rum wie so ein Oger, ey. Trampel hier was drüben und jeder kriegt mich mit, ey. Wenn ich keinen Magiker mehr habe, ja, aber genau das ist ja das Ding. Ich habe so viel Mana-Rack momentan, dass ich spammen kann wie ein Boss. Aber das ist klar. Ich werde mich vollkommen auf Zerstörungszauber richten, denke ich, weil ich maximalen Schaden rauskloppen will. Aber wegstecken werde ich dann wahrscheinlich eher weniger. Ich würde mich irgendwann auf Beschwörung konzentrieren, um Tanks zu beschwören halt, dass ich einen habe, der vorne steht. Aber ansonsten bin ich eigentlich nur der DD. Der DD. Aber solange ich vielleicht auch noch mit Feuerzauber vielleicht bald das Fliehen-Skill, wenn der wenig Leben hat, dann ist auch GG. Wenn die dann vor mir weglaufen und ich die wieder umsnipen kann, ist ja auch gut. Schwere Rüstung, Axt und Schild, GG. Ja, so einen offensiven Krieger hochzuspielen wäre, glaube ich, auch noch ganz cool, ey. Wirklich so mit Schild und so. Leere Truhe. Wir sind da. Bei den
bärtigen Bärten der Grauen. Hallo, Mr. Graubart. Sieh an, ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ja, ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. Ups, das war das Falsche. Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. Oh, warte mal, das war doch... Nee. Morgi, 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 schreie. Willkommen in Hochwodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ich bin ja kein kleines Kind mehr. Ich bin ja ein erwachsener Erzmagier. Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Ich möchte herausfinden, was es zu bedeuten hat. Ich folge eurem Ruf, Meister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Die anderen sprechen nicht. Ihre Stimme. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Du sprichst nicht, du alter Sack. Der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch Feuer schlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ach so, sorry. Ich spreie ihn hier einfach nur an, ey. Ja, sieh zu. Gut gemacht. Wieder einmal. Los,
Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei. Ach so, gedrückt halten. Fuß Row! Ja, so ist das. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Da hinten, Alter. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Bori. Du bist Bori. Soll ich dich mal ein bisschen anzünden? Hier durch. Ja, was ist jetzt? Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Okay. Das bedeutet Wirbelwind. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Ruhe. Wow, amazing, krass. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Vex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Ups. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Du bist ja ein Noob. Ich bin hier das Drachenblut, du Bob. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Ich weiß nicht, wie es hier machen. Passiert einfach. Ja. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Wo muss ich hin? Was ist los?
Wo soll dieses Grab sein? Ach da, okay. Da ist es. Ich habe es entdeckt. Ich habe es entdeckt. Bam, bam. So, und dann? Hoja! Eiswasser kann mir nichts anhaben. Ist so eine coole Erfrischung. Just so, ne? Was ist das für ein Gebäude? Da kann ich nicht rein. Leitwolf, guten Abend. Wie, ich bin auch schon da. Hier passiert. Oh lol. Was ging hier ab? Was soll das? Warum sind die alle tot?